Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wie Phönix aus der Zensurasche. Ich bin wieder da. 2 Wochen YouTube-Zensur, 2 Wochen Folge davon, dass Google bzw. YouTube die selbsternannten Guten entscheiden, was richtig und falsch ist, entscheiden, was wahr und unwahr ist, entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Natürlich auf Druck vom Staat, etwa durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, und richtig zurück habe ich meinen Kanal noch nicht, denn das Landgericht Berlin entscheidet noch. Da habe ich den Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, beziehungsweise mein Anwalt Joachim Steinhöfel. Und die haben Google, YouTube aufgefordert, sich innerhalb einer Woche zu äußern zu der Sperrung. Im Moment läuft das Ganze noch und solange diese laut meinem Anwalt widerrechtliche und willkürliche Sperrung nicht aufgehoben ist, kann hier mit jedem falschen Wort mein ganzer Kanal tot sein, denn das wurde ja angedroht, noch ein falsches Wort und hier werden 283.000 Abonnenten rausgeschmissen mit dem Kanal. Und wieder, ich hatte das in meiner Community geschrieben, ich darf kein falsches Wort mehr sagen. Ein Leser hat mich sehr, sehr richtig darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, nein, nein, nicht kein falsches Wort, sondern nichts, was die Zensoren für falsch befinden, weil die ja entscheiden, wie das Wahrheitsministerium. Und ganz erstaunlich, wie die selbsternannten Guten, die Verfechter des besten Deutschlands aller Zeiten, wie die sich jetzt den Mund zerreißen und sagen, ja, das ist ja keine Zensur, das ist Hausrecht. Und wie sie dabei völlig die Rechtsprechung ignorieren. Die ist nämlich sehr, sehr eindeutig in Deutschland. Dieser Begründung hat ja auch schon das Landgericht Berlin die erste Zensur hier verboten gegen mich. Wer Monopolist ist, hat kein uneingeschränktes Hausrecht. Der muss sich an das Grundrecht halten. Und erstaunlich, dass genau diejenigen, die hier sagen Hausrecht, das, glaube ich, ganz anders sehen würden, wenn zum Beispiel ein Gastwirt oder ein Vermieter oder ein Hotelier bestimmte Menschen ausschließen würde unter Verweis auf das Hausrecht. Also da wird das Recht jeweils in die Richtung gebogen, in die es gerade passt. Und dieser ganze Hass, der sich da über einen ausschüttet und jetzt auch über Till Schweiger, diejenigen, die mich nicht verfolgt haben auf den Kanälen, wo meine Videos hochgeladen wurden, haben es vielleicht nicht mitbekommen, also bis hin zur ARD. Ein Sturm im Wasserglas, weil Till Schweiger die Ungeheuerlichkeit gehabt hat, sich mit Boris Reitschuster auf einem Selfie zu zeigen. Die Republik bebt. Deswegen, es ist unglaublich. Ich habe heute mit dem früheren russischen Vizepremier Alfred Koch gesprochen über diese ganzen Phänomene. Er sagte, das ist die große, große Angst derjenigen, die vor 5 Jahren oder etwas früher das Meinungsmonopol verloren haben, weil die sozialen Medien hier eine massive Konkurrenz darstellten, weil plötzlich jeder seine Meinung ausdrücken konnte, was ganz, ganz gefährlich war für die Meinungsmonopolisten. Und jetzt, so das Fazit von Koch, hat man über Zensur versucht und auch halbwegs geschafft, das Ganze einzudämmen. Aber ich glaube, dieser Geist ist schon mal aus der Flasche und so leicht wird das Eindämmen nicht. Ich werde jetzt hier auf diesem Kanal, solange dieses Damoklesschwert der Sperrung über mir schwebt, nur Ansager machen. Ich werde denen nicht den Gefallen tun, dass ich hier ihnen die Möglichkeit biete, alles zu löschen. Das bin ich auch Ihnen schuldig, meine lieben 283.000 Zuschauer. Ich empfehle Ihnen sehr zum einen meinen früheren Ersatzkanal. Den habe ich jetzt an Unterstützer übergeben, weil ich hätte nicht das Recht gehabt, laut diesen perfiden YouTube-Bestimmungen während einer Sperrung woanders etwas zu posten. Aber Unterstützer von mir haben ja dieses Recht. Also abonnieren Sie reitschuster-leerzeichen.de. Ich blende es jetzt auch hier oben ein. Und noch viel wichtiger, um den Monopolisten hier etwas zu ärgern, gehen Sie auf Rumble, gehen Sie auf Odyssee, da habe ich auch Kanäle zensurfrei. Unten ist das eingeblendet. Was ich ganz bemerkenswert fand, während der Zensur habe ich die Bundesregierung, die sich ja weltweit überall für die Freiheit, für die Menschenrechte, vor allem für die Meinungsfreiheit einsetzt, gefragt, was sie denn davon hält, wenn jemand nicht mehr frei über die Bundespressekonferenz und aus derselben berichten kann.
Die Antwort ist phänomenal. Ich hätte fast gesagt, die Nicht-Antwort. Schauen Sie sich das hier an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Fietz und an Herrn Alter, Verfassungsschutzministerium. In Florida hat der Gouverneur ein Antizensurgesetz unterzeichnet, das verhindern soll, dass Journalisten und Politiker von den sozialen Medien geblockt werden, zensiert, wie er das nennt. In Deutschland hat dieses Blocken und Zensieren inzwischen große Ausmaße. Teilweise kann man nicht mal mehr aus der Bundespressekonferenz berichten. Ich wollte Sie fragen, was plant die Bundesregierung, um hier die Meinungsfreiheit sicherzustellen bzw. teilweise wiederherzustellen? Danke. Reitschuster, Sie wissen, dass die Presse- und Meinungsfreiheit für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert genießt. Gleichzeitig können wir keine Einzelfälle bewerten. Und wenn es eben Probleme gibt, dann ist da in erster Linie jetzt sind die Anbieter und die Plattformen anzusprechen. Verständnisfrage. Sie haben ja aber mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz in die eine Richtung eingegriffen und von daher greifen Sie ja ein in diesem Prozess. Warum greifen Sie nicht ein, wenn Sie immer sagen, die Meinungs- und Pressefreiheit hat so einen hohen Stellenwert, in die andere Richtung, wie Florida das tut? Also Sie greifen ja ein. Ich kann diesen Fall in Florida jetzt nicht bewerten und werde mich dazu jetzt auch nicht äußern können. Ja, ich will nur das, was Sie gerade eben sagten, vielleicht noch einen Kommentar dazu abgeben. Wir greifen ein im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in rechtsstaatlicher Weise, wenn es um strafbare Inhalte geht. Ansonsten ist die Presse- und Meinungsfreiheit vom staatlichen Einwirken völlig frei. Gibt es weitere Fragen? Herr Reitschuster nochmal. Dann versuche ich es nochmal anders. Hält es die Bundesregierung für wichtig, dass Journalisten in den sozialen Medien ungehindert berichten können, unter anderem von der Bundespressekonferenz? Danke. Generell gesagt, genießt die Presse- und Meinungsfreiheit bei der Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Genau. Aber Herr Reitschuster, Sie hatten jetzt irgendwie zwei Nachfragen zu diesem Thema. Am Montag wurde ich auf der Bundespressekonferenz begrüßt von einem Techniker von einem der großen Sender, der sagte, wegen dir haben wir jetzt keine Arbeit mehr. Das ist wahrscheinlich übertrieben, ich gebe es nur so weiter, wer das gesagt hatte. Also er meint, dass die Einstellung der Live-Übertragungen von der Bundespressekonferenz mit den bösen, bösen Berichten von mir zu tun hat. Ich kann es nicht sagen. Schauen Sie sich meinen jüngsten Bericht an vom Mittwoch. Ich blende jetzt hier den Link ein. Da bin ich wieder mit Seibert, dem Merkel-Sprecher, enorm aneinander geraten. Es ging um Kinderimpfungen. Empfehle Ihnen sehr, sich das anzuschauen. Auch wieder auf diversen Kanälen, am besten auf reitschuster.de oder Rumble oder Odyssee. Ich weiß, es ist umständlich, aber Zensur muss man unterlaufen, dahingehend, dass man sich das nicht einfach so bieten lässt. Das ist meine Überzeugung. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Da waren auch noch viele andere Videos während meiner Abwesenheit, die Sie alle auf diesen drei Kanälen sich anschauen können. Und wie gesagt, nicht böse sein, dass ich jetzt hier nur den Anreiser mache, weil ich diese Zensurmethoden hier unterlaufen möchte, was man ja auch schon wieder nicht darf, laut den Bedingungen von YouTube. Also es ist eigentlich nur noch absurd, dass man im 21. Jahrhundert hier gegen Zensur ankämpfen muss, hätte mir das irgendjemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt. In Russland hat sich ziemlich viel entwickelt, seit ich dort war und die Videos machte. Da ist jetzt sogar eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im Gespräch und strikte Regeln. Und es gibt aber auch schon Widerstand dagegen. Ein Schauspieler hat sich da jetzt öffentlich massiv echauffiert. Er ging sogar so weit, dass er einen gelben Stern sich anklebte bei einer öffentlichen Veranstaltung. Und ich kann mir vorstellen, wozu das in Deutschland geführt hätte. In Russland wurde er zwar kritisiert, aber es gab nicht mal einen Shitstorm und er ist weiter Schauspieler. Ja, stellen Sie sich mal vor, das würde jemand wie Till Schweiger so machen, was da im besten Deutschland aller Zeiten los wäre. Ich bin froh, dass ich wieder da bin, werde mich jetzt hier wieder öfter melden, warte aber für längere Berichte noch das Gerichtsverfahren ab und auch den Auslauf meiner vorherigen Verwarnung. Also heute eine eigene Meinung zu haben in Deutschland ist ein Spießrutenlauf. Alles Gute,
Schön, dass Sie da waren. Danke. Ciao. Ja, und fast hätte ich es vergessen. Schauen Sie nochmal auf meine Seite rein. Thema Kinderimpfung, STIKO, wie da von Seiten der Politik und auch der Medienstimmung gemacht wird. Unfassbar. Gerade großer Bericht auf meiner Seite reitschuster.de. Vielen Dank, dass Sie reinschauen. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns Kein anständiges Backstage heute, dafür noch einen alten Moskauwitz zum Thema Propaganda, der auch für unsere Medien von Relevanz ist. Ronald Reagan und Leonid Brezhnev vereinbaren im Namen der Völkerfreundschaft ein gemeinsames Wettrennen um den Kreml. Brezhnev hat keinerlei Chance, ist weit, weit abgeschlagen, Verlierer. Und Ronald Reagan gewinnt. Und was ist die Überschrift in der Pravda am nächsten Tag? Leonid Brezhnev belegte bei Wettlauf mit den Amerikanern hervorragenden zweiten Platz. US-Präsident Ronald Reagan wurde nur Vorletzter. Sie sehen, es ist alles eine Frage des Framings, wie man das neudeutsch sagen würde. Alles Gute, danke, ciao.